So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spanner Dodo Wars. Wir haben uns alle nochmal im Teamspeak versammelt. Erstmal bitte hört auf zu flamen, wenn irgendwo was passiert und jemand gut davon kommt, dann geht nicht zu denen hin und flamet ihr, ist ein PvP-Projekt, halt einfach eure Schnauzen. Wir haben da keinen Bock mehr drauf und gar kein Verständnis mehr und gar keinen Nerv für. Ansonsten, was noch wichtig ist, euch ist aufgefallen, zu Recht, dass bei der gemeinsamen Attacke von Team Altbier-Piraten und Team Schalke auf Team Angehende Glatze, ihr erinnert euch, diese Belagerung mit 2 gegen 1, war schön feste drauf, da habe ich in meinem Blutrausch etliche Sachen bei denen außer Base einfach gedroppt. Das ist natürlich gegen die Regeln, hatte ich voll nicht auf dem Schirm, war einfach Routine bei mir. Wenn ich Leute wegmache, dann mache ich das so. Und deswegen gibt es Strafen. Ja, wir haben keinen Strafenkatalog, deswegen haben wir jetzt uns zusammengesetzt und diskutiert. Ich habe gesagt, zieht uns ein Leben ab. Die anderen haben gesagt, ist ein bisschen hart, weil das, was sie da verloren haben, hatten sie in der halben Folge wieder. Deswegen haben wir jetzt gesagt, den halben Dino-Count, den wir da gewonnen haben, ihr erinnert euch, Johnny ist da durch Fallen gestorben, aber hat vorher ganz gut kassiert von den anderen Teams. Und wir haben den Dino-Count aufgeteilt. Den haben Mori und ich jetzt nicht mehr, diesen 0,5 Dino-Count. Team Altbier-Piraten hat den noch. Genau. Nice. Ansonsten, wir starten heute in der Aufnahme über eine Stunde später, da Mori ein extremes Steam-Problem hatte. Und ich will das gar nicht groß und breit erklären. Es war ziemlich krass und dumm und bescheuert. Nichtsdestotrotz hat Moris jetzt gefixt. Wir haben allerdings jetzt wenig Zeit, denn unser aller Tag ist voll und wir haben extra diese Aufnahme hier so hingelegt, damit es klappt. Ich fliege morgen nach Amerika für eine Woche. Das heißt, wir haben jetzt nur die Option, 25 Minuten Parts anstatt 30 Minuten Parts zu machen, um zeitlich alles zu schaffen, da ansonsten nächste Woche Dodo Wars ausfallen würde. So, deswegen bitten wir darum Verständnis, aber ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und wir legen direkt los, oder? Ja, yo, bitte, please, go. Ja, dann auf geht's. Ah. User left your channel. User left your channel switched. Okay, wir hatten ja eigentlich gesagt 20. Aber wir machen wohl 25 Minuten Parts. Guten Tag. Ich habe dann 4 Minuten, um zu meiner Arbeit zu kommen. Achso. Da muss ich halt mal ein bisschen sputen auch, ne? Ja! Wie wär's denn? Die kurzen Stummelbeine in der Hand nehmen und dann go. Ich bin gerade an der alten Base von Max und Mori. Aha. Ja, die Montagsfolge, Leute, die Folge der Orientierung. So kann man das mittlerweile schon nennen. Ja. Das Ganze hatte damit aufgehört, dass Max und Mori gesagt haben, Alter, die sind die ganze Zeit in unserer Base, mach da mal was hier, wir Piraten. Und die haben gesagt, yo, ist notiert. Und deswegen ist Alex auf dem Weg zur Base, weil meine Base-Verteilung das letzte Mal war durchschnittlich bis nicht so durchschnittlich. Und dementsprechend passen wir uns da diesmal an. Und ich laufe noch ein bisschen rum. Und weil ich gerade hier bin, gucke ich mal, ob ich so einen Mikroraptor solo tamen könnte. Weil die haben mich letzte Woche halt komplett surprised. Ne, da bin ich ganz ehrlich. Also die haben ja die Scheiße aus uns rausgeprügelt. Ja. Was das für Dinos sind, ist relativ speziell, weil die stunnen einen nur, wenn man gerade ein Reittier reitet. Was allerdings natürlich bei Dodo Wars relativ oft bei allen Teams vorkommt. Alter, was ist denn heute schon wieder los? Ich muss mal. Kannst du den Düsenjäger abstellen da hinten, oder? Einfach weg. Ja, ist einfach komplett brutal. Ich weiß auch nicht. Also ich meine, das ist halt angeblich eine 30er-Zone, ne? Aber ich habe noch kein Auto gehört, was sich daran gehalten hat. Das ist halt echt krass. Alter, seriously, was ist denn das für ein Fall? Okay. So, ich habe mir die Spawnpoints von den Dingern angeguckt. Mhm. Das war doch nördlich von der südlichsten Insel hauptsächlich, ne? Ich hab dir das ja auch geschickt. Oder eher mittendrin. Nee, nicht mit. Doch, doch. Oder? Doch, doch. So Nord, Mitte Nord quasi. So, ich bin jetzt gleich bei unserer Basis. Zem Station 1 ist vor mir und der Bär muss kacken. Ja, Prius. Na gut, dann reite ich da mal doch wieder ein bisschen mehr mittig, wenn du dir da rechts sicher bist. Bier ist heiß. Ja, gut, dann ist mir halt heiß, ne? Ja, aber ich meine, das ist ja kein Problem. Und dann von hier drehe ich mich einfach. Okay, dran. Also Basis ist erstmal nichts. Ja, war ja fast zu erwarten. Ne? Wird halt immer viel geredet und wenig getan vor den anderen Teams. Joke aside. Nee. Oh, was ist das denn?
Quatschi. Ja, und wie Max schon gesagt hat, ne? Den Kommentaren. Wir können ja euren Frust verstehen, dass euer Lieblingsteam nicht vorne liegt. Aber ja. Die Null-Toleranz-Grenze ist erreicht. Ja, die ist bei Null, da bin ich ehrlich, Jungs. Wenn jemand Beef will, wird er einfach gebannt. Ich hab da auch einfach aus der Grund, dass die normale Community davon ja halt langsam auch ein bisschen genervt ist, dass jede Folge damit beginnt, ist es jetzt einfach ein rigoroses Bannen und gebannt werden. Oh, ein gelber Drop. Okay, also da jetzt die Basis nicht, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, was du mir sagen möchtest. Da weiß ich doch selber nicht. Oh. Alles ja? Klar, der D-Sync ist real, Alter. Ich wäre beinahe die Klippe runtergefallen. Ich habe einen Bauplan für eine Steckdose. Das ist schön. Das die können wir gut gebrauchen. Echt. Ja. Das ist ja irgendwie lame. Na gut, ja, ich weiß leider nicht, wie die Dinge aussehen, die ich suche. Oh, stimmt, ich habe ja hier jemanden. Oh, ich habe 22 Betäubungspfeile! Darts. Hier. Darts? Links. Ja. Das ist lecker. Ja. Ach, du hast den Loot von Max bekommen, ne? Hm. So. Ich habe ihn ja auch getötet. Ah, ich schwöre bei Gott, ich trete dich kaputt. Warum? So, Mini-Raptoren. Es ist halt nicht so einfach, die zu finden. Ich glaube eher, die müssen mich finden. Also, ne, ich meine. Kloppen sie dich direkt wieder vom Vieh runter, Alter. Ja, aber das ist ja dann okay. Ich muss, glaube ich, gerade mal einen Schrank bauen. Das ist alles so nichts. Vor allem ist das Ding, dass ich ja prinzipiell eher im feindlichen Gebiet rumlaufe. Mhm. Und erstmal kacke. Na gut. Rio muss sein. Könntest du vielleicht gleich nochmal nach der Spawn-Region gucken? Wäre das machbar? Weil ich habe hier nicht das Gefühl. Auf gar keinen Fall. Was habe ich hier? Nee, das ist einfach nur ein Triceratops. So, ja, Leute, aber prinzipiell ist der Plan, dass wir weiter alle Gegner suchen, egal ob Max Mori. Dritte ja. Insel. Ja. Nordmitte. Ja. Und Nordost. Also an dem, da, die dritte Insel hat ja drei so Zipfel oben drauf, ja. Wie so eine Krone. Und da quasi landeinwärts. Bei, also zwischen den beiden Gebieten wärst du bei 51,62. 51,62 und du sagst Y ja immer zuerst. 51,62. Okay, da soll ich hin. Da sind die Gebiete. Warte mal, Lat Long, ne? Oder? Ja. Lat Long. Ja. Genau. 51, 62 soll ich hin. Da spawnen die. Da ist das die Überlappung der beiden Gebiete quasi. Ah, okay. Auf der Insel. Der Insel? Achso, auf der Insel. Ja. Alter, das ist. Insel? Ja, ihr spielt auf Insel? Nein, meine ich nicht, sondern ich bin hier nicht im Meer, Alter. So. 50, 62. Ich weiß ja nicht genau, wie die Dinger aussehen. Aber ich werde sie finden. Der hatte eine lila Axt, Alter. Oh, hatte. Jetzt haben wir eine lila Axt. Ja. Eine blaue Spitzhacke. Typ. Der war ausgestattet auf jeden Fall. The grenades comes into my inventory. 51. Ist weg. 62. Warum bebt ihr die alle so? Sehr geehrter Pronto, könnten Sie damit aufhören? Die Arschloch. Das Schlimmste ist, es könnte ja sein, dass ich die ganze Zeit schon an den Dingern vorbeirenne. Und dann renne ich einfach nur von links nach rechts, ne? Ja. Alter, also, ich musste gerade richtig durchrechnen, was du meinst. Okay. Okay. Viele in den Kommentaren sind übrigens Fan von den Allosauren, habe ich mitbekommen. Ja, aber wir haben ja gesehen, dass die gegen unsere Bären halt auch relativ schnell, ja, also schneller fast wie so ein T-Rex. Es gibt wohl irgendwie, wenn die diesen krassen Rudelbonus haben, dann machen die halt irgendwie diese krasse Blutung, die irgendwie ganz schön krass ist, aber ganz so krass war die halt irgendwie auch noch nicht. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, dass die Mini-Raptoren hier die ganze Zeit killen. Oh, die Tür habe ich noch gar nicht gelernt.
Oder soll ich unsere Basis überhaupt weiter verstärken? Naja, also wenn du alles hast, um was zu zähmen, kannst du auch einfach wiederkommen, ne? Ja. Ja. Oh. Könnte ich eigentlich auch machen. Lass mich nur in eine Tür reinpassen, obwohl Enter kommt bei der eh rein, das ist ja völlig. Ist ja auch egal, komm. Hey, hier ist ein Pferd. Pferd? Ein Ekus. Oh, cool. Kann das irgendwas Tolles? Nö. Oh, kam mir auch so vor. So, dann reiten wir mal wieder in die andere Richtung. So, hier ziemlich genau wurde ich ja mal von einem Raptor, Milliraptor abgefuckt. Ich meine, das sind halt so. Die Dinger sind halt cool für uns, weil sie halt diesen ganzen Chase verhindern, weil die einfach gestunt werden. Und die sind relativ schwer zu tame, also normalerweise super easy, weil die so wenig Torpor haben und man halt einfach mit der Bola die instant weghaut. Ola Bola! Was bist du da vorne? Ich weiß ja nicht, wie klein die wirklich sind. Du bist ein Pinguin? Ich hab die ja jetzt im Wiki gesehen und ich meine mich zu erinnern zu können. Die sind. Kennst du die kleinen Fliegeviecher? Ja. Die ungefähr doppelt so groß. Was? Wirklich? Ja, es ist nicht wirklich viel. Die sind relativ. Wie ein Dilo, würde ich sagen. Ja, habe ich mir auch gedacht. Spucker. Deswegen habe ich gerade zwei Dinos gesehen und mich richtig gefreut. Guess what? Waren Dinos. So, Gigi. Dann bin ich hier hochgeritten. So, das weiß ich noch. Und dann war ich irgendwo hier und dann macht es so Bang und ich war gestunt. Komm, mach Bang und ich bin gestunt. Bang. Bang, bang. Bang, bang. Oh. Feuer frei! Gegen was fighten die da? Oh, ein männlicher Rex gegen zwei Allosauren. Okay. Levels. Oh, noch ein männlicher Rex. Oh ne, ich bin einfach nur dumm, glaube ich. Dumm. Warte mal, die Allosauren haben gar keinen Stress mit dem T-Rex, die haben sich verbrüdert oder was? Ja, ich glaube, weil die von der Schlagkraft her ähnlich sind, gehen sie sich aus dem Weg. Nee, ich glaube, die haben einfach nur alle Bock, mich zu fressen. Okay. Das scheint so ein bisschen das, was die hier verbrüdert. So, ich bin jetzt auf dem Weg zu dir, ne? Ja, ich gehe weiter in den Gebiet ab. Ist halt wirklich ein bisschen. Aber die Dinger hätte ich halt echt gerne, ne? Au. 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 Scheiß Piranhas, ey. Braucht kein Mensch. Scheiß Viecher. Achso, wir könnten. Wollen wir eigentlich mal Spino Spawns forcen oder so? Na. Also, ja, wir könnten es. Oh, hier hat irgendwer was aufgebaut. Wer denn? Schalke. Oh, lol. Fucking Piranhas haben meinem Bär was gebrochen? What? Ach nee, das sind so. Oh, lol. Okay, also ich hab hier was von Schalke gefunden. Okay. Bei 50, 60 ziemlich genau. Ich hab das jetzt mal zerstört. Okay. War ein Mörser halt. Ja, gut. Aber war das nicht das, wo wir die da abgefischt haben? Kann sein, ja. Also ich weiß nicht, ob da noch was stand danach. Für mich ging das da. Du hast quasi gesagt, hey, ich hab sie und dann hatte ich sofort einen Gegner vor der Fresse. Ich habe gar nichts von der Base gesehen. Das ging sehr schnell. Also was wir generell natürlich auch nochmal machen müssen, ist die zweite Insel durchzugehen, weil wir haben jetzt Eis und Kalle die ganze Zeit nicht gefunden. Das bedeutet, dass die wahrscheinlich eher auf der zweiten Insel sind. Bin ja gerade darauf unterwegs, aber halt doch eher im Pese-Tempo in deine Richtung. Ja, es ist ja an sich auch nichts Verwerfliches. Also ich habe auch noch 50 Betäubungspfeile dabei. Da hat es natürlich halt nicht. Oh, T-Rex. Guck mal. Was machen die denn da? Was ich noch gesagt haben wollte, vielleicht stellen wir unsere T-Rex einfach auf Aggro. Ach ja, aber den Mod haben wir jetzt ja gar nicht installiert. Nee, würde ich nicht. Also gerade wenn irgendwelche Random-Dinos da vorbeikommen, dass die uns da... ich würde das auf neutral lassen. Quasi. Na gut. Und ach, ansonsten, weißt du, wenn sie die T-Rex nicht angreifen, was wollen sie denn machen? Unsere Base-Ran? Ja.
Oh. Das ist ja eine krasse Höhle. Seht da hinten Kampfgetümmel, ich möchte das kurz mal auschecken. Komm. Hier ist ein Wildtier. Ja, ich finde hier halt wirklich gar nichts von den Dingern. Aber ich meine, hier sind auch überall größere Raubtiere unterwegs, die halt easy killen könnten. Aber die müssten doch weglaufen, die sind doch recht fix. Ja, also die Idee ist quasi, die spawnen einmal und dann laufen jetzt die. Bin ich an dem See, wo die Allosauren und so sind. Ja, okay. Ja, ich komme mal wieder in die Richtung. 20er Rex und 39er Allo. Jo, genau die. Ja. Dann patschen sich noch zwei Brontos auf dem Rex. Ja, gut. Also Eis und Color hast du jetzt auf der zweiten Insel auch nicht zufällig gesehen, ne? Nee. Nicht mal mit Absicht. Ich meine, da vielleicht sind die wirklich nördlich. Muss sagen, könnte halt echt sein, ne? Wir haben halt ein kleines Ding gehört, dass sie gesagt haben, wenn ihr uns findet, dann wäre das wirklich random. Und ich bin halt davon ausgegangen, dass sie gar keine Base mehr haben. Ja. Und du bist davon ausgegangen, dass sie bei uns sind. Das wäre halt irgendwie mal eine krasse Überraschung, wenn du mal recht haben würdest, ne? Alles klar! Wäre auch mal eine krasse Überraschung, wenn du einen Kampf mal überleben würdest. Oh, okay. Ah, zurückgeschossen, schade. Wäre schön, wenn du das auch mal im Kampf machen würdest. Der outplayt mich! Der kann so reiten! Der läuft links und rechts! Boah, ist der krass! Warte mal, wer hat sein Ziel verloren? Da kommt der mir vor die Knie. Wer hat sein Ziel verloren? Oh, ich sehe rote Zahlen. Okay, wo? Bei der Ruine. 50, 63. Okay, ich bin direkt auf dem Weg. Bin da von... Ich komme von 50, 58. Scheiße. Von 50, 58, ja. Ja, aus der Richtung kam ich auch. Okay, ich bin... Soll ich links oder rechts? Seh dich. Okay. Warte, bleib stehen. Ja, ich bin da. Ja. Da unten drin. Okay. Ja, gehen wir hin, ne? Jo. Wenn das jetzt wieder Max und Mori sind, tut mir das ja fast schon leid. Das waren Stacheln. Oh. Wie Stacheln? Da ist irgendwie in die Stacheln rein. Ja, hier der Terra, der ist festgebackt. Das ist ja lame. Oh, ich hab schon gedacht, wir können wieder beißen. Okay, beißen. Ich würde sagen, ich habe hier nichts gefunden. Gehen wir auf die zweite Insel, auch da gibt's ja noch einen Spawn. Ja. Und gucken da auch einfach mal, ob wir nicht Isokalo oder sowas finden. Warte mal. Alter, ich drück die ganze Zeit Komma statt M. Ja. 50, auf der Linie von 50 bist du auch lang gelaufen, ja? Weil da war dieses Spawngebiet quasi. Ja, hab hier schon einen weiten Bereich abgetastet. Weißt du denn auch, wie die aussehen, ist die Frage. Naja, ich habe einfach alles, was ähnlich wie ein Dido aussah, mir angeguckt. Der ist, außerdem glaube ich auch wirklich, dass diese Theorie, die müssen uns finden, tatsächlich ein bisschen da ist. Weil die haben uns ja immer angehittet. Okay. Wie gucke ich nochmal nach hinten? Oh, guten Tag. Ich laufe den hinterher. K. Oh, ja, toll. Oder mit, Alter, du und deine scheiße Laufwege, ne? Okay, ich setze über zur zweiten Insel, ne? See you later. Warte mal, auf der zweiten Insel war das... lass mich gleich nochmal gucken. Das Witzige war, bei den Spinos haben wir auch diese Spawn-Sachen benutzt und haben auch nichts gefunden gehabt. Zweite Insel ist es auf dem linken Teil in der Mitte quasi. Na gut. Also, wenn wir den Zipfel da hochreiten, dann dort. Nördlich vom Zipfel dranne! Gibt Chlore! Im Bauchnabel sozusagen, Ja, werden wir gucken, Leute. Wir haben jetzt noch so 6-7 Minütchen, ne? Weil die Anmod war ja auch da. Ja, 5. Deswegen ja eben eher 6-7, ne? Weil die Anmod zieht er ja wahrscheinlich ab. Macht er ja sonst auch immer, ne? Und dann schauen wir mal. Ja. Also die Mikroraptoren wollen wir eigentlich haben, da wir quasi mit den Bären uns freier fühlen und angriffstaktischer besser fühlen.
Ja. Als wenn wir die ganze Zeit eben die Rexe durch den Wald buxieren müssen. Also nach den Erfahrungen, die wir bis jetzt gemacht haben, habe ich legit keinen Bock, T-Rexe durch ein Gebiet durchzubewegen. Also das Ding ist aber auch, klar könnten wir das auch langsamer machen, ne? Und ja, aber wir müssen die ja finden, ne? Ja. Das ist ja das Problem, so die... So, und wenn die halt mobiler sind als wir, dann laufen die uns halt ständig davon. Ich muss mal kurz für Ausdauer. Ja, ich aber auch. Also ich renne jetzt von Zipfel einfach nördlich, ne? Jo. Mal wieder den Speed zu verlieren, tut so weh. Barbara, nicht kacken! Tja, so verändert sich die Zeit. Früher war das noch andersrum. Was? Hä? Nix. Achso, weil ich... Achso, ja, lol. So, ich bin jetzt hier auf so einem freien Feld. Freies Feld. Dicker, kleiner Mann. Ich bin nördlich einfach gerannt, ne? Ja, Richtung Strand wieder damit. Nee, einfach nördlich. Ich bin jetzt genau in der Mitte der Insel. Bist du links oder rechts? Was? Weil ich bin jetzt nördlich gerannt und wieder am Strand. Achso, du bist komplett durchgerannt. Ich bin halt in der Mitte der Insel. Da hätte ich dich ja sehen müssen. Nicht zwangsläufig, ne? Du bist ja meistens blind auf beiden Augen, ne? Ja. Da komm ich auch mal zum Strand. Du im Gehirn! Warte kurz, ich bin unterwegs. Warte, offene Fläche habe ich. Ja, okay. Dann gehe ich wieder da hin. Mit Stegos und Paras? Nee. Kann ich so nicht bestätigen. Ich komme zum Strand. Welchem Strand? Nördlich oder südlich? Nördlich. Okay. So, ich bin nördlich am Strand. Ja, Moment. Alter, das ist ja hier ein komplettes Shitfest. Bei mir sind wir haben die Mod noch nicht installiert mit dem Dinos sehen, ne? Ja, das sonst könnten wir uns nämlich so dingsen. Ja, das wäre cool gewesen, aber nee. Da sehe ich dich jetzt nicht. Wie kannst du denn vom Zipfel aus komplett nördlich rennen? Da bin ich jetzt. Ja, ich bin einfach geradeaus hochgelaufen, ja. Ja, aber halt gerade, ne? Also da hinten, oder? Nee, bist du nicht. Also ich meine, ich bin halt vom Zipfel wirklich einfach nördlich. Komplett durch. Ich meine, wenn wir uns finden, verlieren wir uns ja wieder. Warum wollen wir uns denn finden? Ja gut, okay, dann finden wir uns nicht. Vielleicht bleiben wir gar nicht denselben Zipfel, ne? Ich meine, den Zipfel der zweiten Insel. Ja, der südliche. Ja, und davon einfach nördlich. Ja, ich bin den ganzen Nordstrand jetzt abgelaufen. Das ist beeindruckend. Okay, dann suchen wir jetzt einfach Eis und Kalle hier. Ich bin gerade westlich und würde das westliche Gebiet mir vornehmen. Das ist ein Oviraptor. Oh, das ist ein... warte mal. Ich glaube, ich sehe hier Strukturen. Wo? Oh. Westlich. Moment, nördlich. Moment. Ja, das ist eine aufgegebene Basis, glaube ich. Naja, die haben ja nur aufgegebene Basen, ne? Ja, da ist nur ein Mörser drin. Ich bin gerade 38, komm 53. Ich bin mal ein bisschen schneller hier. 38, 53. Okay, ich komme zu dir. Ich bin in wenigen Sekunden da. Bewahren Sie Ruhe. Bist du auf dem Bergtauf oder nicht? Naja, Hügel. Zwischen zwei so großen Steinpillern. Langsam frage ich mich, ob wir auf demselben Server sind. Ja. Ich sehe dich da unten im Tal reiten. Lauf da einfach durch die Gasse durch. Okay. Im Tal reiten. Hm. Ja, du bist halt unter mir. So. Ich bin jetzt im Tal. Bist du jetzt rechts am Berg vorbei oder links? Rechts. Okay, dann musst du da um den Berg rum links. Was schnaufst du denn? Durch das Tal. Okay. Hallo. Alter Schwede. Hast du mich gesehen? Ah, ja. Beweg dich, bevor ich mir auf ganz dumme Gedanken komme. So. Die Miniraptoren haben wir immer noch nicht gesehen. Nee, aber hier oben ist quasi die aufgegebene Basis. Oh. Tatsächlich. Ja.
Ja, ich würde sagen, die Insel noch einmal abreiten und dann morgen müssen wir den Norden erkunden, weil ich ja habe nicht das Gefühl, dass es... Ich würde hier nochmal auf alle Berge drauf, weil das sind ja dann doch die beliebteren Spots. Ja. Oh, ich habe einen! Ja? Ja, hier sind sie. Raptor? Oh fuck. Oh fuck, die haben T-Rex und ich habe nicht so viel Ausdauer. Achtung. Okay. Ich habe einen T-Rex, glaube ich, gesehen, aber ich kann mich auch gehört haben. Ja. Welches Level? Kannst du die Bärenfallen auslegen? Weil die sind kann da unglaublich stuck. Okay, zwei T-Rex so. Ich hätte ihn einfach ein paar Hits geben sollen. Level 61. Ein T-Rex. Lass mich mal durch vorher. Einer 61, einer. Alter, hab ich mir erschrocken. Holsten ist 80, einer ist 61 und dahinter ist noch ein 97er Stege oder so. Ja. Willst du wegsnipen oder? Ja, würde ich am ehesten wollen. Also ich habe das Gefühl, die. Oh, guck mal, hier rechts ist der Raptor. Ich hitte mal den Raptor, ne? Ja. Aber warte, ist der überhaupt feindlich? Ja. Eishohne Waffel stammt von Lübsner, irgendwie so. Der hat einen Sattel drauf. Der ist passiv. Ja, dann reite ich rüber und hau den kaputt, ne? Jo. Hast du Kalle gehört? Zwischenzeitlich? Ja. Also die könnten jetzt gleich... Der sniped auf dich. Okay, ich bewege mich ein bisschen mehr. Der geht in eine Höhle rein. Warum haben die denn ihre Dinos immer so... Weiß ich nicht. Dumm. Der ist jetzt in der Höhle unten drin. Wollen wir rein? Der scheint ja gerade alleine zu sein. Ja, oder? Wollen wir rein? Ja. Und abknallen? Ja. Okay. Ich weiß ja nicht, in welcher Höhle, ne? Na, hier. Ah. Oh, da wartet uns garantiert irgendwas Unschönes. Ja, das sollten wir mit dem Bären eher rein, oder? Weiß ich nicht, ob wir können. Ich scoute gerade mal. Weißt du, wie das ist für mich mit Höhlen? Hast du was? Hab ihn einmal getroffen. Er ist tiefer drin. Ist nicht gut mit dem Bären hier. Warum? Weil zu eng. Ich glaub schon, dass es geht, oder? Ich weiß jetzt nicht, wo er hingelaufen ist. Oh doch, ich sehe ihn. Wir können die T-Rex auch killen. Ja, Moment. Also ich will... Oh nein! Huh. Ah. Okay, also das Ding ist ich glaube aber, die haben da unten Bären. Ja, also das Problem ist, wir kommen da auf jeden Fall mit Bären rein. Ich weiß nur nicht, ob wir rauskommen. Aber ich kann halt nicht hinterherkommen, weil unsere Bären sind dann oben alleine. Wir können die zwei T-Rex für free snacken. Also Eis ist gerade safe nicht da. Naja, Dienstag geht's bei Alex weiter. Hau rein.